Erstmal schauen wir uns hier auf der Partyszene um. Mit euch kann ich nicht sprechen. Oh, ein kleinerer Roboter. Anna. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Das ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Ah ja. Hey Leute, DJ Mantis hier. Denn dann wollen wir mal die Party steigen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Abgehört. Mugger. Können wir Musik machen? Momentan nicht. Sehr schade. Da brauchen wir einen Hebel für. Mit Tür irgendwo ein Hebel rum. Die Party beenden. Müssen wir den vielleicht unten finden? Ich gehe mal hier runter. Vielleicht finden wir hier rein zufällig einen Hebel. Okay, nicht. Ja, auch nicht. Ist das wieder nur für die anderen gut oder was? Kein Hebel hier. Das sieht fast so aus. So, könnte man Hebel herkriegen. Mir fällt dir meine Maske. Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sieht sehr cool aus. Nach links, einmal nach rechts. Das ist der Sigma-Tanz. Okay. Ah, ein Hebel. Pal sagt, du bist scheiße. Als ich versucht habe, den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich kannst du glauben. Also habe ich den Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch nicht damit erwischt werden. Okay, eventuell haben wir hier was für dich. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Einen Hebel. Damit können wir die ganze Sache hier aushebeln. So, dann mal. Sind wir mal ein Spielverderber und machen der Party ein Ende.
Sache immer wieder ein. Können wir irgendwas machen, dass die ausbleibt? Ja, aber wir kommen hier hoch. Das ist unser Weg nach oben hier. Die VIP-Area. Was passiert hier dann? Aha. Ich komme mal so rüber. Oha. Da wären wir. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Verstehe nicht, warum sie die Leute so selber sie beschweren. Ja. Wenn man natürlich Kontakt hat, dann ist das natürlich. Ist das ja nicht schlecht. Was mit dir passiert? Oh oh. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst. Kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Oha. So wird's hier nochmal düster oder was? Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Oh oh. Drohnen. Oh nein. Was denn jetzt? Errungenschaft freigeschaltet. Alcatraz. Oh nein! Jetzt wurden wir ins Gefängnis geworfen. In den Käfig gesteckt. Als ob. Arme kleine Katze. Der B12 von uns abgenommen. Ich komme hier raus. Ha! Da habt ihr euren sicheren Käfig. So sieht es nämlich aus. Schon ist raus, die Katze. Gefängnis. Haben die Scheißbullen uns verhaftet. Nix und wieder nix. Unschuldig verhaftet. Darunter können wir jetzt nicht, oder doch können wir. Aha, okay, hier ist die mit den Ketten. Was mit der Katze hier alles so passiert? Das ist doch krank hier. Ist runtergefallen, von ihrer Familie getrennt. Ist ja ab im Knast.
Dieses Katze hat aber einen Arm, ja. Abenteuer ihres Lebens erlebt ihr hier. So machen wir noch ein kleines Gefängnisausbruch. Gehen wir lieber unten lang. Aha. Dann geht's durch. Eine Box. Die wir nicht brauchen. Muss ich nicht lang. Genau, muss ich jetzt lang. Ja, das sieht schlecht aus. Ich komme auf die Bewachungskammer oder so. Ich riskiere alles. Oh nein. Nein, verdammt! Die Drecksdrohnen. Nach hier sind wir jetzt. Links hoch. Machen wir ja schon richtig. Wenn wir hier unten lang gehen. Oh oh. Nein, nein, nein. Ach Dreck. Da war eine Kiste hinten. Da müssen wir hin. So schnell wie möglich raus hier. Hier können wir durch. Was machen wir, wenn wir hier sind? Hier hoch. Ach, da ist doch unsere Freundin. Wie können wir sie befreien? Die Schlüssel. So holen wir die Schlüssel dann raus hier. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Fuck, jetzt haben wir Lärm gemacht, da war ich grad. Ach du Scheiße, der Stacheldraht. Gefängnis in den Hof. Wie grausig ist das denn bitte? Eine Katze hier einzusperren. Diese Roboter. So, mach auf die Tür und komm mit. Raus hier.
So, eine Idee, wie wir hier rauskommen. Na, Zelle ist nix. Kannst du die Tür aufmachen? Aha, Generalschlüssel oder so. Ich laufe hier schon mal vor. Wie lang, oder? Wo gehen wir als nächstes lang? Ah ja, hier. Oha. B12. Ich muss nur doch auch noch irgendwie rauskriegen. Das wird nicht so einfach. Das sieht nach Hochsicherheit aus. Machst du hier auf? Bevor wir selbst in die Freiheit können, müssen wir unseren Freund noch zurückholen. Unschuldig eingesperrte Leute hier befreien aus der Gefangenschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch ein Knastausbruchsspiel wird. Finden wir irgendwo einen Knopf, wo wir die Drohne ausschalten können. Die Polizeidrohne, das gibt es hier vielleicht. Die Möglichkeit, dass die Polizei ja auch Mittel haben, die zur Not auszuschalten. Hier geht es oben nicht mehr lang. Aha. Oh nein. Hier ist nichts. Mal der denn jetzt vorbei? Wahrscheinlich so hier. What the fuck? Was ist das für ein Level hier? Alles aus hier. Die Drohnen sind noch an. Oh Kacke. Kommen jetzt an die Drohnen vorbei. Oh oh, oh oh. Cool. Schnell raus hier. Lass dich nicht treffen. Okay, wo geht's hier lang? Nein, 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 nein. Ich bin
bin schneller als ihr. Sehr schön. Ganz schnell, Katze. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Auf jeden Fall. Lass uns jetzt gemeinsam hier raus. Bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind, aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier hinausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Okay, ich dachte, wir haben schon einen anderen Weg gefunden. Was öffnet diese Tür? Oder was? Okay. Steine durch die Scheiben werfen. Das hört doch jeder. Ach du Scheiße. Sind doch alle alarmiert. Was hat das dir jetzt gebracht? Ach so, jetzt können wir hier hoch. Würde gerade sagen, Scheibe eingeschmissen, dann nichts gebracht. Okay, Tür öffnen. Schnell raus, bevor die Wächter kommen. Wir müssen uns jetzt gehört haben. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren. Okay. Dann mal los. Ja, komm mit. Geh hinein. Müssen wir sie jetzt nur einsperren. Tür benutzen. Zu. Verdammt. Das war wohl nix. Können wir noch einen treffen? Na komm. No animals were harmed during the production. Aufs 2. Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Verständlich. Na komm mit. Hier drüben. So rein mit dir. Hier bin ich. Komm hier rein. Jetzt einsperren hier. Hier. Tür benutzen. Ha. Eingesperrt. Müsste jetzt sicher sein, ja. Weiter geht's. Ist eine Erinnerung oder was?
Der arme Kerl. Scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Ahnung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Letzte Erinnerung. Die haben einiges ausgelassen. Einige Erinnerungen, die wir nicht gefunden haben. Okay, können wir die Tür aufmachen? Und die Drohne da reinlocken? Oha. Vielleicht beide Türen, beide Drohnen reinlocken. Na komm hier rein. Na, Tür zu, Tür zu! Ja, na toll. Tür zu, aber tot. Die Erinnerung müssen wir auch nicht nochmal suchen, oder? Mit ihm können wir reden. Hey, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur noch 758 Jahre, dann bin ich wieder frei. Das ist ja nicht mehr zu lange. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Tür benutzen. Und rein hier. Ach komm. Behält man ja. Na komm, rein hier. Und jetzt Tür zu schnell. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Beide rein hier. Vielleicht können wir beide mit einem Mal einsperren. Sind sie beide drin? Ja. Puh. Mit die noch reden. Was du gemacht hast. Das war lustig. Okay. Dann kommen weiter jetzt hier. Luft ist rein. Ach so. Falsche Druide. Gut gemacht, du hast den Wächter eingesperrt. Wir müssen uns unsere Macht zurückholen. Wo ist die jetzt? Ach, da drüben ist die. Kommt doch alle mit jetzt hier. Großer Gefängnisausbruch. Alle Roboter kommen mit. Warum machst du die Tür zu? Lass die alle mitkommen. Wir brechen zu 100 aus. Wir räumen den ganzen Knast leer. Sitzt doch wahrscheinlich keiner zurecht. Bin doch allein gesperrt, weil sie irgendwie. Weil sie ein bisschen Blödsinn gemacht haben. Okay. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch einiges mehr. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum aus dort drüben öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum reinzukommen. Schauen wir uns mal um. Okay, und dann schnell raus hier.
Je schneller wir hier raus sind, desto lieber ist das mir. Hier können wir kratzen. Die Zeit muss natürlich sein. Die Krallen schärfen. So, wie kommen wir da rein? Vielleicht hier links?